deswegen sind Publikationsplattformen, sind diese forschungsnahen Dienste bei Bibliotheken, bei wissenschaftlichen Bibliotheken auch gut aufgehoben, weil wir Forschenden einfach Arbeit abnehmen können und wir das Wissen haben, es zu tun. Wo publiziere ich, damit ich von anderen wirklich gefunden werde? Wo liegen mögliche Gefahren des Trackings von WissenschaftlerInnen durch Großverlage? Wie erkenne ich eine seriöse Plattform? Diese und andere Fragen kläre ich heute mit Ursula Arning. Sie ist zuständig für das Open Access Publikationsportal Publisso. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Hallo Elke, ich freue mich. Ja, ich würde gerne mit einer schönen, brisanten Frage einsteigen, dem Tracking von WissenschaftlerInnen durch Großverlage. Das ist ja gerade sehr, sehr viel in der Diskussion und es gibt sehr viele Perspektiven rund um das Thema. Du bist ja verantwortlich für den Bereich Open Science. Wie ist denn deine Position zu dem Thema? Das ist mit ein Grund, warum wir wirklich unsere Publisso-Plattform aufgebaut haben und GMS, German Medical Science, also der Vorläufer von Publisso, weil wir gesagt haben, wir möchten eine Alternative bieten zu den kommerziellen Verlagen und wir möchten es den Forschenden anbieten, dass sie ihre Publikation bei uns publizieren können, erstens zu einem fairen Preis und zweitens als öffentliche Einrichtung stehen wir natürlich dafür, dass die Daten bei uns auch geschützt sind. Also das Datentracking, was du gerade erwähnt hast, das wird bei uns nicht vorkommen. Das ist ja das Problem, dass große kommerzielle Verlage nicht mehr im Publikationsmarkt an sich ihr Geld verdienen, sondern eben, dass sie auch Forschungsinformationssysteme zum Beispiel anbieten oder andere forschungsunterstützende Services. Und man macht sich überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie die Daten dann alle getrackt werden. Also wenn man zum Beispiel auf einen Artikel geht und den liest, dann haben Tests herausgefunden, das ist jetzt beim DFG-Papier letztens zum Datentracking auch erschienen, dass 70 verschiedene Verfolgungsmöglichkeiten da sind, um einfach diese Daten, die du gerade in diesem Moment dann abgibst, nachzuverfolgen. Also dadurch wissen die Verlage oder die verkaufen die Daten dann ja auch, wissen, welchen Artikel du gerade liest, wie lange du ihn liest. Und dadurch können ja auch dann Forschungsprofile erstellt werden und Themen. Und das geht dann ja auch in die Forschung hinein. Also wenn man dann davon ausgeht, dass du jetzt so und so viele Artikel zu diesem einen Thema liest, dann kann man sich vorstellen, dass das dein nächstes Forschungsthema wird zum Beispiel. Und dann kann Wissenschaftsspionage damit erfolgen. Und andere Leute können jetzt vorab schon dahin gehen oder können dich kontaktieren, können das aber irgendwie dich beeinflussen. Wenn die Daten in einen autoritären Staat weiterverkauft werden, kann es sein, wenn du ein brisantes Thema verfolgst, dass du dann von denen auch verfolgt wirst. Also es sind teilweise noch Hypothesen, aber man weiß ja eben gar nicht, was mit diesen Daten passiert. Und das Schlimme ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eben gar nicht wissen, was mit ihren Daten passiert. Hast du dann eine Empfehlung für die Forschenden, wie sie sich am besten verhalten, wie sie sich am besten schützen können eventuell? Für die Forschenden ist es teilweise eben schwierig, denn das sind ja auch oft die Einrichtungen, die dann eben diese Forschungsinformationssysteme zum Beispiel einkaufen und damit dann schon den Datenschutz für ihre Teilnehmenden aufgeben. Aber das Wichtige ist, dass sie sich bewusst darüber werden, was gerade damit passiert. Ich meine, wenn du diesen Artikel brauchst und lesen möchtest, dann kannst du ja, dann musst du ihn lesen. Also aber du solltest dir halt bewusst sein, was gerade passiert oder dass diese Daten eben eingesammelt werden. Und wir stehen eben dafür, wir haben deswegen alternative Plattformen angeboten oder bieten sie an. Die Universitätsverlage allgemein, andere öffentliche Einrichtungen sind eben vermehrt dabei, auch Publikationsplattformen einzurichten. Die haben so ein kleines, für die Forschenden oft denken die sind nicht so gut, weil sie noch nicht so bekannt sind. Sie haben halt nicht das Renommee eines bekannten Verlages. Aber dafür sind die Daten sicher und sie sind ja auch alle in Datenbanken sichtbar. Also wenn man in Bibliothekskatalogen, in bestimmten Fachdatenbanken sucht, dann sind diese Artikel ja auch dort auffindbar. Also es ist genauso gut, wie wenn man jetzt in einem größeren Verlag publiziert. Das ist also eine Lobrede auf das Open Access Publizieren oder die Open Access Publikation an sich, was
natürlich auch genau dein Kerngeschäft ist, dein Thema. Dann kommen wir doch mal zu dem Thema Open Access Publizieren. Welche Standards sind denn dabei wirklich zu berücksichtigen? Also ganz wichtig ist, dass man erstmal mit diesen ganzen Vorurteilen aufräumt, dass Open Access nicht auffindbar ist, das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, oder dass es eben dann auch verloren geht durch diese bekannten Missing Links. Das ist alles durch ein DOI, durch Persistent Identifier aufgefangen worden. Es gibt jetzt Lizenzen, die Creative Commons Lizenzen sind da die wichtigsten zu erwähnen. Die werden in guten Verlagen eben vergeben, sodass alle wissen, was genau sie jetzt mit diesem Artikel machen können. Also ob sie ihn lesen dürfen, ob sie ihn bearbeiten dürfen, ob sie ihn verbreiten dürfen. Und wenn man die CC BY-Lizenz vergibt, das heißt, die Quelle wird genannt, die Urheberin werden genannt, also die Credits werden weitergegeben, das ist ja ganz wichtig im Open Access oder in der Publikation. Und dann kann man eben damit schnell weiterarbeiten. Und die Publikation erfolgt ja meistens auch schneller. Sie hat keine Distributionswege. Also was heute hier veröffentlicht wird in Köln, das ist morgen in Argentinien, ist in den USA, ist in Indien, ist in Kanada. Also es ist einfach überall im selben Moment, so man Zugriff zu Internet hat natürlich. Und dadurch ist die Forschungskommunikation einfach viel schneller und es gibt Möglichkeiten mit Social Media, mit Blogs einfach nochmal schneller auch darauf zu antworten, kommentieren, Open Peer Review ist da zu nennen, dass man ist viel näher beieinander, es müssen keine langwierigen E-Mails geschrieben werden, sondern man weiß, was der andere gerade macht oder die andere und kann darauf zeitnah reagieren und das ist eben, und es ist qualitätsgesichert, das ist ganz wichtig. Open Access durchläuft immer einen Review-Prozess, ganz genau wie im Print und ist deswegen ganz genauso qualitätsgesichert wie die anderen Sachen. Bei Qualitätssicherung sind wir wieder bei den guten Verlagen, die du eingangs erwähnt hast. Das lässt ja den Umkehrschluss zu der Frage offen, bei wem sollte ich denn nicht publizieren? Was ist kein guter Verlag? Also da ist ja vor anderthalb Jahren, ungefähr zwei Jahren im Sommer das Predatory Publishing ganz groß hochgekocht worden, auch in allen Medien. Das sind Verlage, die wirklich aus Open Access ein Geschäftsmodell machen, aber dafür keine Leistung liefern. Also sie sammeln alle möglichen Artikel ein. Es gibt massive E-Mails, die man dann bekommt, dass man doch bitte dort veröffentlichen möchte, muss dann aber eine oft verdeckte Publikationsgebühr bezahlen. Und es erfolgt dann aber oft kein Peer Review. Also es ist dann eben nicht qualitätsgesichert, sondern wird einfach veröffentlicht. Und es wird eben auch ohne Liebe veröffentlicht, kann man ja auch mal so sagen. ja. Es ist denen egal, wie der Artikel erscheint. Also es gibt keine redaktionellen Korrektorat oder ähnliches, sondern es erscheint einfach so, wie man es geschickt hat. Und man kann es auch nicht wieder zurückziehen. Also wenn man in dem Moment merkt, oh, ich durchlaufe gar kein Peer Review, das wird jetzt in 10 Tagen veröffentlicht, was ein Zeichen ist, kein Review hat so viel Zeit oder dann eben diese Zeitspanne, dass es so schnell begutachten könnte, dann gibt es da oft Klauseln drin, dass man seinen Artikel gar nicht wieder rausbekommt. Und da gibt es eben auch die öffentlichen Bibliotheken, die Open Access Beratung, wie wir sie zum Beispiel bei ZBMed auch haben, aber im Prinzip haben sie jetzt alle Forschungseinrichtungen, die versuchen, die Forschenden davor zu schützen, in diese Zeitschriften hineinzukommen. Du hast jetzt auch Gebühren erwähnt, die Gebühren fallen ja. So Gretchenfrage, was kostet denn zum Beispiel eine Publikation bei Publisso? Also das ist unterschiedlich nach der Servicestufe. Wir haben 3 Servicestufen. Die Standard-Service-Stufe sind so rund 300 Euro für einen Artikel, sprechen wir jetzt. Ein Open Access-Buch kostet bei uns ca. 6.000 Euro, wobei es natürlich auch darauf ankommt, wie dick quasi das Buch ist oder wie lang im Internet jetzt halt gesehen, wie viel Abbildung hat, wie viele Referenzen. Und bei uns ist eine Versionierung noch drin, weil bei uns das eben bei den Open Access Büchern, also unser Service ist, dass es auch versioniert werden kann. Also man muss es nicht immer abwarten, bis alle Autorinnen und Autoren etwas abgegeben haben, sondern es wird, wenn es fertig ist, wenn es ein Review durchlaufen hat, ein Kapitel, ist es sofort, wird es publiziert. Und wenn der letzte Autor, die Autorin in 2 Jahren kommt, dann ist der erste, hat er schon seine Credits fürs Publizieren 2 Jahre lang. Und wenn er dann feststellt, mein Artikel passt aber gar nicht mehr oder mein Kapitel, ich möchte das minimal überarbeiten oder ich möchte es halt überarbeiten, dann kann er wieder in das System hineingehen und kann es dort bearbeiten. Es durchläuft wieder einen Review-Prozess, bekommt einen neuen DOI und ist eine neue Veröffentlichung, aber mit sehr wenig Zeitaufwand, was jetzt die Bearbeitung angeht.
Das heißt, du skizzierst gerade schon, wie Publisso das wissenschaftliche Publizieren unterstützt. Gibt es noch weitere Unterstützung, die ihr leistet? Also wir vergeben auch die DOIs, wir sind ein DOI-Vergabezentrum. Wir vergeben oder beraten auch zu den entsprechenden Creative Commons Lizenzen. Wir bevorzugen die CC BY-Lizenz, die auch gerade schon angesprochen wurde. Und unser System ist eben so, dass es einfach ist, damit zu publizieren. Man kann es einreichen, man kann selber damit arbeiten, direkt hineinschreiben, weil es auf dem Content-Management-System Drupal basiert. Aber wir haben es dann weiterentwickelt. Und der ganze Review-Prozess läuft schon in diesem System ab. Und dann haben wir das eben, dass das Single-Source-Publishing möglich ist, was jetzt in aller Munde ist. Also es wird dann als XML herausgegeben, als PDF und als HTML-Version. Das heißt, die Forschenden können Text- und Data-Mining damit machen. Es ist maschinenlesbar. Und wir haben eben noch als Besonderheit eben diese Versionierung, dass man das nicht langwierig nochmal bearbeiten muss oder warten muss, bis alle fertig sind, sondern es sofort publizieren können. Und wir haben nochmal auch das crossmediale Publishing. Wir können Videos, audiovisuelle Materialien, Forschungsdaten einbinden. Wir haben auch parallel das Fachrepositorium Lebenswissenschaften. Dort werden die schweren Daten quasi abgelegt, miteinander verlinkt und verknüpft, sodass wir zwei Publikationen in einer haben und haben eben diese Verlinkung, die Verbindung dabei, sodass das wissenschaftliche Publizieren wirklich transparent ist. Bei der Qualitätssicherung von Open Access Publikationen spielen ja Bibliotheken eine ganz, ganz große Rolle. Könntest du das so ein bisschen erläutern aus deiner Sicht? Also Bibliotheken oder gerade wissenschaftliche Bibliotheken sind ja die Könner, die Wissenden im Bereich Metadaten. Also da haben wir ja gerade eine neue Kollegin bei uns, die strahlt immer richtig gehend, wenn das Wort Metadaten erwähnt wird. Und die können das einfach. Und deswegen, das ist ja auch das Wichtige, dass wir das dann immer nachprüfen. Also wenn die Forschenden, gerade jetzt im Forschungsdatenmanagement, die sind alle mit ihrer Forschung beschäftigt. Die möchten nicht Schlagworte vergeben, die möchten keine Metadaten eben vergeben. Die möchten sich nicht damit beschäftigen, oder ob der Titel da jetzt richtig ist, ob die Geodaten richtig eingetragen sind. Das machen sie natürlich schon, aber in welchem Feld das jetzt richtig ist und so weiter. Das ist alles viel Arbeit und muss auch richtig und ganz genau ausgefüllt werden. Es geht ja darum, dass man das später in der Suche wiederfindet oder dass man das auch versteht, wie dieses Forschungsdatum zum Beispiel entstanden ist. Das ist ja ein Unterschied, ob man ein Forschungsdatum, eine Messung in der Sahara durchgeführt hat oder in der Antarktis. Und entsprechend müssen diese Geodaten dann eben auch da sein. Und diese Qualitätskontrolle, das machen wir eben bei ZBMed, bei Publisso, das machen die ganzen Kolleginnen, die katalogisieren. Es ist einfach qualitativ da, das Wissen ist da und das wird dann den Forschenden zur Verfügung gestellt. Und Forschungsdaten spielen ja eine ganz, ganz große Rolle dabei, haben auch andere Formate, als die du jetzt gerade schon erwähnt hast. Wie unterstützt ihr da? Also wir haben eben das Forschungsdatenrepositorium, also das Fachrepositorium Lebenswissenschaften. Dort können Forschungsdaten auch abgelegt werden. Wir haben auch insgesamt das ganze Forschungsdatenmanagement. Da gibt es ja schon einen nachgefragt mit Birte Lindstedt, die bei uns eben zuständig ist für das Forschungsdatenmanagement. Da arbeiten wir eben auch sehr eng zusammen. Sie gehört ja auch zu Publisso. Und da geht es eben darum, um die Forschenden auch zu beraten, wie man mit Forschungsdaten umgeht. Also von der ersten Idee wirklich bis zur Publikation, was soll gespeichert werden. Und da haben wir auch die Langzeitarchivierung. Und da positioniert sich jetzt ZBMed auch bei der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Das ist eben auch ganz wichtig. Forschungsdaten gibt so viele verschiedene Formate. Das ist eine wirkliche Herausforderung, dass die Forschungsdaten auch in 10 Jahren oder darüber hinaus dann auch noch aufrufbar sind, dass man mit denen weiterforschen kann, die Publikation von vor 10 Jahren auch nachvollziehen kann, was ist da eigentlich passiert. Und deswegen sind für uns eben auch die Metadaten so wichtig. Und da passt auch wieder zusammen, dass wir eine Bibliothek sind. Da sieht man, dass Bibliotheken für Nachhaltigkeit stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Nachhaltigkeit und Nachnutzbarkeit ist ja auch gerade jetzt ein wichtiges Thema in der Community. Wie kann denn Publisso selbst als Portal nachgenutzt werden? Also einmal haben wir eben, dass sie
bei uns die Forschenden publizieren können. Wir haben das detaillierte und sehr gute, ausdifferenzierte Beratungsangebot. Und wir haben aber auch gesagt, wir möchten jetzt nicht die Plattform nur für uns selber entwickeln. Sie steht auf dem Git als Open Source, also sie kann in jeder Zeit nachgenutzt werden, selbstständig. Wir haben aber noch ein weiteres Geschäftsmodell quasi, das wir anderen Institutionen anbieten. Wir hosten und warten das für euch. Wir müssen ja selber dafür sorgen, dass die Sicherheitslücken geschlossen werden, die bei jeder IT-System möglich sind natürlich, dass es immer geupdatet wird nach den neuesten Entwicklungen. Drupal ist eine große Entwickler-Community. Und wir haben aber selber Entwicklerinnen und Entwickler im Haus, die an dieser Plattform arbeiten, die sie immer state of the art dann weiterentwickeln. Wir haben Forscher im Haus, also wir fragen dort auch direkt nach, was braucht ihr zum Publizieren, um das dann wieder in unsere Plattform einzuarbeiten. Und deswegen haben wir dann eben auch anderen Institutionen gesagt, das ist viel Aufwand, das ist viel Arbeit, es kostet Geld. Ihr müsst es nicht machen, ihr könnt bei uns das System nachnutzen. Wir warten und hosten das eben für euch gegen einen Unkostenbeitrag. Und ihr könnt es mit eurem eigenen Design, eure eigene Zeitschrift bei euch im Haus dann eben auch publizieren. Dann ist die Redaktion liegt dort, weil die dann auch wieder näher an ihren Forschenden und Autorinnen dran sind. Und wir nehmen ihnen die ganze technische Arbeit ab. Und ich glaube, die TU Dortmund habt ihr schon sehr damit überzeugt. Da haben wir auch schon mal ein schönes Gespräch geführt. Aber was ist, wenn jetzt eine andere Einrichtung gerne dennoch ein eigenes Publikationssystem, ein Open Access Publikationssystem aufbauen möchte? Welche Tipps würdest du denen an die Hand geben wollen? Und dafür haben wir einen Leitfaden herausgebracht mit meiner damaligen Kollegin Konstanze Behringer zusammen. War auch ein BMBF gefördertes Projekt. Und es gibt jetzt auch einen Blogbeitrag von mir dazu. Da sind die wichtigsten Schritte eben benannt, wie man eine Plattform aufbaut. Das Wichtige ist eben, das wirklich als Projekt zu nehmen, Zeithorizonte festzulegen, mit den ganzen Stakeholdern, Playern zu reden. Wichtig ist immer das Reden. Die IT hat eine Sprache, wir als Publikationsmanagerinnen, sage ich mal, haben eine andere Sprache und das muss zusammenkommen. Also das Übersetzen ist eben ganz, ganz wichtig. Man muss die Personen bestimmen, eben die an diesem Projekt mitarbeiten wollen. Man muss die Autorinnen und Autoren allerdings auch überzeugen, dass diese Plattform jetzt gut ist für sie. Und da eben auch nochmal, um aufs Datentracking nochmal zu kommen, die Vorteile einer öffentlichen Einrichtung und einer öffentlichen Plattform nochmal darstellen. Weil natürlich immer noch das Renommee der Verlage ganz groß ist, was ja auch selbstverständlich ist. Genau, um das zu erreichen, daran, deswegen machen wir auch unter anderem jetzt hier diesen Videopodcast. Trotzdem noch so ein kleiner Blick so zum Abschluss in die Glaskugel oder noch gar nicht in die Glaskugel, sondern eher in eure Planung. Welche Weiterentwicklungen habt ihr denn im Sinn bei Publiso? Ja, natürlich ganz viel. Also vieles ist auch gedacht oder muss dann eben auch noch umgesetzt werden. Also dass wir, jetzt sind wir dabei mit Opens, auch ein BMBF-gefördertes Projekt, sollen noch Enzyklopädien weiter ausgebaut werden, also dass man auch Enzyklopädien veröffentlichen kann. Wir sind kurz davor, auch eine Kongressplattform zu haben. Also bei GMS Journal of Science haben wir sie schon, aber wir möchten das gerne auf dieses offene System migrieren, dass wirklich auch alle dieses System dann auch nachnutzen kommen. Also das kommt im nächsten Jahr. Wir haben jetzt mit der Mac Collection, die von der DFG herausgegeben wird, haben wir die Serien, also Schriften rein, die gerade publiziert werden. Also wir haben wirklich mit unserem Publiso-System kann man jetzt wirklich jede Publikationsart veröffentlichen. Und also kann man jetzt oder steht halt kurz bevor mit den Kongressen, dass das dann nächstes Jahr kommt. Und dann hören wir eben auch immer wieder auf die Wissenschaftlerinnen hinein, was sie möchten. Und ja, Videoanbindung, audiovisuelle Anbindung haben wir schon, Versionierung haben wir schon, XML haben wir teilweise, wird noch in anderen Publikationstypen nachgezogen. Im Prinzip ist jetzt, können wir sagen, alles da. Und dann beobachten wir natürlich weiter Plan S, was die DINI AG des elektronischen Publizierens weiterhin sagt, dass wir da natürlich immer state of the art sind, dass wir die entsprechenden Zertifizierungen bekommen, dass wir wirklich genau den Qualitätsstandards besprechen, die gerade da sind. Und COPE ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir die ethischen Standards auch einhalten. Das tun wir und das ist eben auch ausführlich auf all unseren Internetseiten dann auch erklärt.
Fantastisch, alles ist da. Bei Publisso fehlt es an nichts. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Trotzdem eine letzte Frage habe ich noch. Was ist denn dein liebstes Feature bei Publisso? Kannst du das sagen? Gibt es irgendwas, was du besonders gerne magst oder besonders wichtig findest? Also mit den Living Handbooks, da waren wir wirklich ganz frisch und neu auf dem Markt. Da ziehen jetzt die anderen so langsam nach, dass wir da versionieren können, dass wir da die Videos einbinden können auf diese ganz elegante Art, dass die miteinander vernetzt sind. Das ist immer noch mein Lieblingsprojekt. Nichts gegen die anderen, aber da, das liegt allerdings auch daran, dass ich damit eingestiegen bin bei ZB Med. Und das ist mit seinen 5 Büchern jetzt richtig gut am Start und das füllt sich und das ist richtig schön zu sehen, wie es wächst und dann auch wirklich lebendig ist, dass es da weitergeht. Publisso ist also ein wunderbares Open Access Publikationsportal aus der Praxis für die Praxis. Vielen Dank, Ursula, dass du uns davon erzählt hast. Und wenn Sie weitere Informationen haben wollen, dann schauen Sie doch auch in die Shownotes und abonnieren unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank.